Meerstong. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Ich habe gehört, dass er sich in Paraiso die Amerika rumtreibt. Dieser Moll ist nicht der richtige Umgang für ihn. Moll? Hm. Wer ist das? Der Vorsitzende vom Golfclub, ein deutscher Geschäftsmann, der Konkurs gemacht hat. Er arbeitet mit Fernandes zusammen und außerdem hängt er in ein paar undurchsichtige Geschäften mit drin. Du musst Manuelito da herausholen. Sag ihm, es tut mir leid. In meiner Firma gibt es doch genug Arbeit. Versprich mir, dass du ihn suchen wirst. Er ist mein Sohn. Natürlich, Ernesto. Ich werde es versuchen. Ich werde ihm das ganz genau erklären. Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Gestern Abend hat mich ein Senor Herrero angerufen. Ein Stiertransport, das ist gar nicht so einfach. Hoffentlich hast du Gomez gesagt, dass er sich darum kümmern soll. Niemand habe ich beauftragt. Du hast den Transport notiert, aber ohne Termin. Aber Liebling, das musst du doch verstehen. Wenn wir den Termin nicht einhalten können, dann platzt der Wechsel. Gomez soll sich sofort auf den Weg machen. Gomez? Dann kriegt er es noch hin, ja. Gomez ist nicht mehr hier. Der arbeitet jetzt auch für Fernandes. Diese dreckige Ratte. Ja, die Fuhre kann ich doch übernehmen. Was ist das denn für eine Idee? Sie sitzen doch hier fest. Nicht mehr. Er leistet mir nur Gesellschaft. Seit heute früh ist er wieder frei. Ich bin sogar sehr frei. Ich bin bei der Botschaft vom Dienst suspendiert. Also, wenn es nach mir geht, ich tue Ihnen den Gefallen gerne. Es ist mir etwas peinlich. Ich bin suspendiert bei ruhenden Bezügen und ein kleiner Nebenverdienst. Ja, können Sie denn einen Lastwagen fahren? Natürlich. Ich war bei der Bundeswehr der beste Fahrer meiner Kompanie. Ich habe meinen LKW-Führerschein beim Militärdienst erworben. Gute Fahrt! Hofmeister! Sag mal, seit wann grüßt denn der mich nicht mehr? Der hat's eilig. Warum? Er ist eingesprungen. Wir hatten den Termin verschlafen und du warst nicht da. Ah, jetzt war ich aber da. Jetzt hätte er ja anhalten können. Jetzt lass ihn halt auch mal was alleine machen. Alleine? Den? Hier, hat er das auch alleine gemacht? Na, schönen Dank. Heute Morgen war ich bei Fernandes. Wieso? Was hast du mit dem noch zu tun? Ich hab ihm eben gesagt, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun habe. Und? Gab's Ärger? Nö, wir haben uns nett unterhalten, so unter Männern. Es hat doch gar keinen Sinn, mit dem zu reden. Okay. Also dann, bis zum Turnier am Samstag. Viel Glück. Ja, alles Gute. Nun, wie war das noch? Du glaubst also, ich bin so etwas wie ein Wohlfahrtsunternehmen. Für was brauchst du so viel Geld überhaupt? Für einen Rechtsanwalt, Herr Moll. Damit mein Vater endlich aus dem Gefängnis kommt. Oh, Kleiner, du musst noch viel lernen. Das Leben ist sehr hart. Weißt du, viele Menschen schlagen sich durchs Leben, indem sie zweifelhafte Geschäfte abwickeln. Und dafür werden sie auch noch belohnt. Dann gibt es noch die anderen, die sich ehrenhaft vorkommen. Die enden im Gefängnis, wie dein Vater. Weißt du,
Ich habe ein weiches Herz. Ich sag dir was. Da du mich sowieso nicht viel Geld kosten wirst, also gut. Okay, das wird dich von der Straße weghalten. Du willst doch nicht beim Abfall landen. Na komm, bring mir ein paar Zigarren. Das zahl ich dir noch heim. Hallo, wen sieht man denn da? Wie geht es dir? Und wie geht es deinem Vater? Sag ihm viele Grüße, hm? Hallo. Fernandes! Ah, Senor Moll, Sie sind ein großer Wohltäter. Sie helfen sogar den Kindern meiner Feinde. Wissen Sie, Fernandes, im Grunde meines Herzens bin ich ein sehr guter Kerl. Und wie steht's mit dem Golfgeschäft? Gut, ganz gut. Hallo Männer, wie geht's euch? Okay, ihr beide seht sehr gut aus. Hey, wissen Sie was? Ich habe die Aktien an der Hand. Sie meinen die geschmuggelten Aktien? Maravilloso. Ich habe sie hier, wollen Sie sie mal sehen? Hier sind die Papierchen. Sind sie nicht hübsch? Das Problem ist, dass wir sie auch wieder aus dem Land rausschmuggeln müssen. Wir werden sie dann auf einer Bank in Florida deponieren. Da brauchen wir gute Verbindungen. In letzter Zeit werden die Grenzen schwer bewacht. Das weiß ich. Wir müssen schnell machen. Das Zeug hier ist sehr heiß. Wenn uns irgendjemand damit erwischt, dann sind wir ganz schön aufgeschmissen. Wem können wir das anvertrauen? Hey, wie wär's mit Ihren Neffen? Nein, für diese Aufgabe sind die beiden zu blöd. Das schaffen sie niemals. Oh. Passt auf, nur um es für euch interessanter zu machen. $5,000. Na, was sagt ihr? Aber die Verantwortung müssen Sie tragen. Vergessen Sie nie, dass ich Sie gewarnt habe. Ja, die übernehme ich. Vergesst den Koffer nicht. Los, la pega de coneja, mielo. Ihr nehmt den ersten Flug nach Miami und dann sofort zur Bank damit. Ja, was ist denn? Wie lange braucht ihr denn, um ein paar Stiere zu verladen? Gib euch noch 5 Minuten, dann ist aber Schluss. Ja, gracias. Ja, hallo? Ach, Claudia, ja. Ja, wir arbeiten wie die Wilden. Wen soll ich nicht zu den Stieren lassen? Kühe? Madre mia. Herrero hat mich extra deshalb nochmal angerufen. Er hat Angst, dass sich einer an die Tiere ranmacht und ihnen was ins Futter mischt. Ach so, verstehe. Ja, aber wer soll denn den Tieren was tun? Bei seiner letzten Corrida hat er ein ziemliches Problem gehabt. Irgendjemand hat seinen Stieren ein Beruhigungsmittel verpasst. Ich glaube, da will ihn jemand fertig machen. Ach so, ja, dann wäre es vielleicht besser, wenn ich einen Beifahrer hätte. Könnte nicht der... Ach ja, das ist aber bedauerlich. Ja, gleich viel. Ich muss jetzt weitermachen. Wir haben eh schon viel Zeit verloren. Wir sehen uns morgen. Das ist ja alles schön und die Farm ist wunderbar. Aber ich habe jetzt, verstehen Sie, keine Zeit. Ich muss doch. Was machen Sie denn da drin? So kann man doch nicht mit Tieren umgehen. Lassen Sie mich mal rein. Ich habe mit Tieren Erfahrung. Mit Stieren besonders und mit Rindviechern erst recht. Das ist nur La Palie. Inzwischen sind meine Stoppel noch weißer geworden. Muss schon ein paar Jährchen her sein. Und das hast du auf deinem Herzen getragen, mit über den Ozean genommen, bis nach Mexiko, zum Andenken an mich. Was? Ah, das Foto. Ja, das muss wohl in dem Buch gewesen sein, zufällig. Als Lesezeichen. Transportes Morales? Claudia? Es ist leider ein Missgeschick passiert. Beim Verladen der Stiere brach ein besonders mächtiges Tier aus. Und mir gelang es gerade noch in letzter Sekunde, den Bullen zu bändigen und das Schlimmste zu verhindern. Allerdings wurde ich dabei so verletzt, dass ich meine Fahrtüchtigkeit eingebüßt habe. Wahrscheinlich die Rippen. Das heißt also, Sie können nicht fahren? Nein, nein, Sie bleiben jetzt mal zur Abwechslung schön still liegen. Ja, werde ich versuchen. Und nicht vergessen, schön liegen bleiben.
jetzt geht mir der Auftrag auch nicht durch die Lappen. Was ist denn passiert? Sigi kann nicht fahren. Er hat sich die Rippen geprellt. Die Rippen geprellt? Das ist alles? Die Rippen geprellt. Wo kriege ich jetzt bloß auf die Schnelle einen Ersatz her? Ja, ja. Woher nehmen und nicht stehen? Aber Sigi muss ja schön liegen bleiben. Er hat sich ja die Rippen geprellt. Nee, nee. Ist schon gut, Claudia. Das Lesezeichen fährt schon. Schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso. Schön, Sie zu sehen. Was ist denn mit Ihnen los? Zwei Rippen. Ex und Top. Zu sehen ist jedenfalls nichts. Jetzt fahren Sie doch schon los. Stiere stehen da in der Sonne. Ja, ja. Ja. Die Rippen. Müssen die erst rausstehen, bevor es für Sie was ist? Sieht ja beinahe so aus, als hätten Sie sich drücken wollen, als hätten Sie Angst gehabt vor dem großen Auto. Also da unterschätzen Sie mich ganz gewaltig, mein Herr. Ich bin sehr wohl in der Lage, diesen Lastwagen allein zu steuern. Und auf Gesellschaft bin ich auch nicht erpicht, falls Sie das meinen. So, so, erpicht sind Sie nicht. Vielleicht waren Sie darauf erpicht, dass ich nicht mit Claudia allein bleibe. Was sind denn auf diese Unterstellung? Da komme ich drauf, weil ich von einer Rippenprellung bei Ihnen weit und breit nichts gesehen habe. Wissen Sie, was ich mich lassen werde? Ich werde mich röntgen lassen. Ach, von mir aus können Sie sich einsagen lassen. Siempre. Hey, du, wait, andale, te traigo ya el cojón, patón. Mato, mato. Nico, vámonos. Apúrale. Sie sind ja so schweigsam. Wie habe ich denn das fertig gebracht? Habe Ihren Vorschlag dankend angenommen und mich selbst eingesagt. Das dürfen Sie doch nicht so ernst nehmen. Das ist doch nur ein Spruch. Wenn Sie mal einen sehen wollen, der sich selber einsagt, dann gucken Sie mal hier aus dem Rückspiegel. Was ist denn der blöd? Oder besoffen? Oder beides? Blöd gesoffen? Ja? Das habe ich kommen sehen. Könnte nicht so weit rausgeschleudert worden sein, dass man ihn gar nicht mehr wiederfindet. Vielleicht hat gar keiner hinterm Steuer gesessen. Ja, ein Geisterauto vielleicht. Da sollten wir nach Blutspuren sehen. Ach, wenn er abgehauen ist, dann geht's ihm auch nicht schlecht. Komm, Sigi, einsteigen. Sie, steigen Sie ein. So viel Zeit muss sein. Oye, ¿que este no es nuestro carro? Pues claro, hombre. Mira nomás qué jodido lo dejaron. Mist, ich hätte was zum Trinken mitnehmen sollen. Ein guter Diplomat hat immer noch einen König im Ärmel. Sagt Bismarck. Oh, danke. Ja, das hat der Bismarck gesagt. Da sieht man es mal wieder. Der hat sich damals schon die Diplomaten als Fallspieler vorgestellt. Soll das ein Versuch sein, mich zu kränken? Danke. Was haben Sie denn für Zuckungen im Gesicht? Kommt das alles von den Rippen? Da vorne ist eine Tankstelle. Fahren Sie doch da mal rechts ran. Gucken Sie mal auf unsere Anzeige. Wir sind voll. Warum sollen wir tanken?
Na ja, wir werden mal rüberfahren zur Tankstelle. Aussteigen! Seien Sie nicht so grob zu dem Jungen. Komm raus, die Fahrt ist zu Ende. Aber ein bisschen Dalli, sonst mache ich dir Beine. Wie kommt er überhaupt da rein? Reg dich doch nicht so auf. Der arme Junge ist ja ganz verstört. Du bist ja verletzt. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Den hätten wir lange suchen können. So ein kleines Würstchen und fährt Auto und macht die ganze Gegend unsicher, ne? Deine Verletzung ist nicht so schlimm. Die machen wir sauber und fertig. Nichts passiert, ich bin okay. Woher kannst denn du so gut Deutsch, Junge? Ich hab's in der Schule gelernt. Na fein. Wie alt bist du? Elf und halb höchstens. Was, 12? Na ja, hast ein feines Pfefferchen. Bist wohl aus besserem Haushalt, wa? Schule geschwänzt und dann mit anderen Leuten Auto durch die Gegend gefahren. Jetzt wirst du erstmal verachtet und dann benachrichtigt über deine Eltern. So, jetzt verlangst du ein Jodfläschchen und ein Telefon. Buenas tardes. Buenas tardes. Una botella de yodo y un teléfono. Ahorita te lo doy, primo. Ah, ¿viste? Danke. Gracias. Wie heißt du? Hey, ich hab dich gefragt, wie du heißt. Möchte ich nicht sagen. Warum nicht? Weil ich verfolgt werde. Ah, du wirst verfolgt. Von wem denn? Möchte ich auch nicht sagen. Dann möchtest du mir die Telefonnummer von euch zu Hause auch nicht sagen, ne? Das hat keinen Sinn. Mein Vater ist nicht da und meine Mutter ist schon lange tot. Gut. Dann rufe ich die Polizei an. Wieso denn die Polizei? Wir können doch den Jungen ein Stück mitnehmen, der stört uns doch nicht. Dann spielen Sie aber das Kindermädchen. Ich habe keine Zeit dazu. Da draußen stehen die... Da stehen die Stiere in der Sonne. Moment. Der tut nur so wild. Den kriegen wir schon hin. Ey, was macht ihr denn da? Hä? Was macht ihr da? Haut ab, verschwindet! Macht, dass ihr wegkommt! Tranquilo. Das sind keine Kühe, aus denen könnt ihr keine Steaks machen. Das sind Kampfstiere. Wenn ihr denen was ins Essen tut, werden die ganz böse. Calma, calma. Oiga, que no ha visto un niño chiquito? Den Jungen? Nein, den habe ich nicht gesehen. Was ist denn los? Was ist das für ein Geschrei? Du hast gesagt, wir sollen auf das Vieh aufpassen. Also habe ich aufgepasst. Ich wüsste nicht, dass wir uns duzen. Ach, das ist doch völlig wurscht. Wo ist denn eigentlich der Junge? A donde, muchacho? No lo he visto, tal vez se fue. Was sagt sie? Er ist nicht mehr da. Ach, das habe ich doch gleich verstanden. Komm, steig ein, Sigi. Da kann mir ein Buckel runterrutschen. Die Tiere stehen in der Sonne. Geschichte zu erzählen hat, dann lass mal rein. Ja, von wem hast du den Wagen entwendet? Ich meine, geklaut. Ich habe ihn nicht geklaut, nur ausgeliehen, weil ich zu meinem Großvater muss. Es ist ganz wichtig. Von wem ausgeliehen? Von Dick und Daco. Das sind zweifellos Pseudonyme. Sie sind keine Pseudonyme. Sondern Gangster, die mich verfolgen. Herr Kunststück, wenn man sich auf diese Weise ein Auto besorgt, wird man immer verfolgt. Was ist, tun Ihnen die Rippen weh? Das ist ein Paradox. Obwohl ich mich vorne verletzt habe, tut mir hinten der Rücken weh. Unergonomische Sitze sind das. Ahora sí nos la va a pelar ese cabrón, vas a ver. Chingada, cabrón alemán. Ahí está, ahí está. Ahora sí, cabrón alemán. La chingada. Ein fahrender Sänger, von niemand gekannt. Ein Rattenfänger,
das ist mein Stand. Hören Sie doch auf mit dem Geknödel. Das Knödel nicht, ich singe, Sie ungehobelter Mensch. Wenn Sie solche Schmerzen hätten wie ich, da würden Sie nicht singen, da würden Sie schreien. Na, Sie schreien ja schon. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Wir verehren beide dieselbe Frau, aber das ist doch kein Grund zu so einer Feindseligkeit. Nee, weiß Gott nicht, da gäbe es bei Ihnen ganz andere Gründe. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Sie ein Riesen... Ach, lassen wir das, lassen wir das. Ich weiß nicht. Was hat uns denn zusammengeführt? Doch nichts anderes als der gemeinsame Wunsch, eben dieser Frau bei der Befreiung ihres Mannes zu helfen. Ich helfe ihr nur, weil ich seit Jahren mit ihr befreundet bin. Aber Sie machen das alles, weil Sie Claudia rumkriegen wollen. Na und? Kriege ich sie rum? Sie, die Frau, nie! Na eben, meinen Sie, das weiß ich nicht? Aber Sie wünschen es nicht. Meine Wünsche sind frei. Über meine Wünsche können Sie nicht richten. Ich frage Sie auch nicht nach Ihren Wünschen. Entscheidend ist doch, was man letztlich tut, nicht was man sich wünscht. Hören Sie doch auf mit dem Geseire. Ihr fahrt für Firma Morales, stimmt's? Ja, das stimmt. Woher weißt du das? Steht draußen am Frack dran. Ach so. Morales ist nämlich mein Vater. Er sitzt unschuldig im Gefängnis. Und Claudia, die er so verehrt, ist seine Frau. Da bist du, Manuelito, der verlorene Sohn. Ja, Manuelito. Ich muss unbedingt zu meinem Großvater. Er kennt einen berühmten Rechtsanwalt. Ja, wenn das so ist, dann sitzen wir ja alle in einem Boot. Na, dann aber nix wie vorwärts, mitten durch die Berge. Und mitten durch das Dorf von deinem Opa. Wander. Lass mal sehen. Kriegen wir alles hin. Der steht furchtbar, der Typ. Jetzt schon wieder los. Frag sie mal, was sie wollen. Por qué bloquean la carretera? Warum versperren sie die Straße? Queremos a Manuelito. Manuelito? Okay, der Junge hat euch das Auto weggenommen und er hat's vielleicht auch kaputt gemacht. Aber das kann man doch ganz leicht regeln. Da schickt er seiner Mutter die Rechnung. La cuenta para la madre. Queremos la maleta. Den Koffer. Den Koffer? ¡Ay, hijo de... ¡Ay, cabrón! ¡Ya se fue! ¡Mira nomás! ¿Wollt ihr mir nicht was fragen? Ja. Hast du eigentlich Geschwister? Nein. Also offen gestanden, ich wollte lieber was anderes fragen. Das würde ich jetzt aber mal schön sein lassen, Herr von Hofmeister. Na ja, gut, dann frage ich eben was anderes. Was macht ihr denn gerade in der Schule, in Geschichte? Die mexikanische Revolution. Ach, Emiliano Zapata und Pancho Villa. Oh, das waren Männer. Weißt du eigentlich, wie Pancho Villa gestorben ist? Da sind wir noch nicht. Pass mal auf, das kann ich dir erzählen. Ich muss mal pinkeln. Viele haben versucht, Pancho Villa in der Metall zu machen. Aber es ist ihm nicht geglückt. Er war so schlau wie ein Fuchs und so schnell wie ein Wind. So konnte er nicht. Tages schickten nun die Regierungstruppen eine Delegation zu Pancho Villa und forderten ihn auf, zu Verhandlungen in das Regierungslager zu kommen. Pancho Villa hat aber stolz erklärt, da gehe ich nie hin, nicht um alles Geld der Welt. Was ist denn? Der Koffer. Wie? Manuelito, willst du die Geschichte nicht zu Ende hören? Was machst du mit dem Koffer?
Ehrlich gesagt, ich wollte mal nachgucken, was drin ist. Und hast du es gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Hey, warum machst du das? Alle wollten den Koffer. Jetzt ist Ruhe. Na ja, da holt keiner lebend raus. Hey, da bist du. Stopping! Ah, no, me pegues! Se hace que los moscos, pero... ¡Apúrate! ¡Jueve! ¡Súbete, súbete! ¡Ale! Wo ist denn der Koffer? Er ist gut aufgehoben. Aber was ist drin? Weiß es nicht, ich habe nicht reingeguckt. Das weiß ich auch nicht. Der lag einfach so im Auto rum. Ja, und weil er einfach so im Auto rumlag, hast du ihn einfach so mitgenommen, weißt? Den Ami-Schlitten hast du zu Schrott gefahren, das Auto von den beiden den Berg runtergekippt, um ein Haar wäre der LKW hinterhergeflogen. Ich fahre nicht auf eigene Rechnung, sondern für deinen Vater. Vergiss das nicht. Wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich im Augenblick? Die nächste Ortschaft heißt Nercha. Da wolltest du doch aussteigen und zu deinem Opa gehen. Ich hab's mir anders überlegt. Nercha, Nercha, kenn ich gar nicht. Wie weit ist es denn noch bis Santa Maria? 200. So, du hast es dir anders überlegt. Natürlich weiß ich das schon, ihr Dummköpfe. Und ich weiß auch, was jetzt zu tun ist. Ihr Idioten unternehmt jetzt nichts mehr. Habt ihr kapiert, ihr sollt euch ruhig verhalten? Ja, habe ich nicht gesagt. Ich habe gewusst, dass die beiden zu blöd sind für diese Arbeit. Leider hatten sie mir auch keinen besseren Vorschlag zu machen. Lassen wir das. Wo sind die Aktien jetzt? Wir haben ein kleines Problem. Ich werde damit fertig. Mir wird schlecht bei dem Gedanken, was passiert, wenn diese Aktien der Polizei in die Hände fallen. Ich hab doch gesagt, ich werde damit fertig. Hoffentlich. Hey, wenn ich sage, ich kümmere mich darum, dann kümmere ich mich auch darum. Du siehst aus, als ob du mir was sagen wolltest. Will ich aber nicht. Gut, dann sag ich dir was. Ich habe keine Lust, mit dir Versteck zu spielen. Ich. Du brauchst es mir ja gar nicht zu sagen. Du hast in den Koffer reingeschaut. Ja, das stimmt. Das Zeug gehört der Moll und der Fernandes. Die haben mein Vater ins Gefängnis gebracht. Die sind Riesenverbrecher. Das ist völlig gleichgültig. Wenn wir ankommen, geben wir den Koffer bei der Polizei ab. Das Geld ist für den Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Weißt du, was das heißt? Das heißt Anwalt des Rechts. So ein Mann nimmt niemals gestohlenes Geld an. Mestong ist der Tor der Confianza. Seguro. Buenas tardes. Adios. Y mucha suerte. Buenas tardes. Quiero hablar con el señor Morales. Mi marido no está. ¿Puedo ayudarle en algo? Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Moll. Theo Moll. Manolito ist bei mir beschäftigt. Oder besser gesagt, er war es. Wieso? Was ist mit ihm? Hat er was angestellt? Ja, so kann man es nennen. Er hat meinen Wagen gestohlen.
Dann hat er einen Unfall. Leider war es nicht der erste. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil ich mir gedacht habe, dass es nicht in ihrem Sinne war. Ist er verletzt? Das glaube ich nicht. Aber was mich wirklich interessiert ist, wohin geht dieser Transport mit den Stieren? Wieso? Was geht Sie das an? Weil das der Wagen ist, um den es sich handelt. Ich will es wirklich nicht an die große Glocke hängen. Aber ich glaube, wir sollten sicher gehen, dass Manolito nicht noch mehr Dummheiten macht. Der Transport geht nach Santa Maria. Müsste eigentlich schon längst dort sein. Ich erwarte jeden Augenblick den Anruf meines Fahrers. Werd ihm sagen, er soll Manolito am Kragen packen. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Darum möchte ich mich lieber selbst kümmern. Sie und ich. Wir fliegen nach Santa Maria. Was ist denn los? Die Polizei! Du bist zu schnell gefahren. Das kostet dich eine Kleinigkeit. Ich halte es eher für möglich, dass sie hinter dir her sind. Ich bin ein Kind. Kinder kommen nicht ins Gefängnis. Ah. Auf einmal bist du ein Kind. Transportes Morales. Caray, hasta que por fin. Venga con nosotros. Was sagt er? Wir sollen ihm folgen. Und Mist. Jetzt haben sie dich doch noch beim Wickel. Aber wie? Ne? Kannst du das begreifen? Nee. Moll ist ein Verbrecher. Der ruft doch nicht die Polizei. Hallo, warten wir erst mal ab. Wäre ja wirklich ein dicker Hund. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wieso nicht, wenn du ihn beklaut hast? Moll regelt sowas mit deiner Pistole. Von Mann zu Mann. Mann zu Mann. La corrida de mañana está asegurada. Como ya hemos informado, había desaparecido el camión cargado con los toros. Ahora la policía va acompañando el transporte por la vía más rápida hasta Santa María. La corrida de mañana está asegurada. ¡Juhu! Was schreien die da? Die sagen, du hast die Corrida gerettet. Du bist der König von Santa María. Doch gut für uns, hä? Das hast du mir zu verdanken. Ja, ja, kann man wohl sagen. Aber ich lasse dir die Ehre. Vielen herzlichen Dank, Kind.
Manuelito? Was machst du denn hier? Nichts. Bleib stehen! So, und jetzt versuch mal, mich zu verstehen. Wir können ja hier nicht unsere eigenen Gesetze machen. Ne? Die haben schon welche und sind stolz drauf. Und solange einer Anspruch auf das Geld hat, kannst du es ihm nicht einfach wegnehmen. Damit würdest du deinem Vater auch nicht helfen. Im Gegenteil. Kann sein, dass er noch viel länger im Knast sitzen muss. Denn solange du ein Kind bist, ist dein Vater für dich verantwortlich. Jetzt war alles umsonst. Nein, das würde ich so nicht sehen. Du hast auch meine Erfahrung gemacht. Ich habe Angst. Brauchst du nicht zu haben. Ich verspreche dir, wenn wir den Koffer bei der Polizei übergeben, sorge ich dafür, dass dir nichts passiert. Trotzdem wäre es mir lieber, du machst das freiwillig. Gefällt mir alles überhaupt nicht. Das ist ja auch keine Vergnügungsreise. Ja, ist aber nett, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Ich habe ein Zimmer reserviert. Zwei Zimmer. Und wenn die Polizisten mich da behalten? Warum sollten sie das machen? Du meldest dich ja freiwillig. Ja, aber ich habe die Aktien und das Geld gestohlen. Oh, das müssen sie dir erstmal beweisen. Guck mal, du hast dich in ein Auto gesetzt und bist einfach losgefahren. Das ist ein dummer Jungenstreich. Ja, aber das habe ich doch nur gemacht, weil der Koffer im Auto lag. Das ist richtig, aber davon wissen auf der Welt nur zwei Leute, du und ich. Lass dir mal die Nähe. Was sagst du? Schade um das schöne Geld. Wie gewonnen, so zerronnen. Gracias. Hallo? Franz, Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin hier in Santa Maria. Und wo da? Ist Manuelito bei dir? Ja. Und hat er einen Aktenkoffer? Ja, der hat einen Aktenkoffer, da sind Aktien drin und einen Haufen Geld. Aha. Sagen Sie ihm, er hat genau 10 Minuten. Sonst. Franz, hör gut zu. Der Koffer muss ins Hotel Alcazar. Dann nimmt ihn ein Senior Moll entgegen. Aber bring ihn auf keinen Fall selber. Hallo? Sie legen mich nicht rein. Sie nicht! Oh! Hexe. Ich muss mal eben zu deiner Mutter. Wieso? Ist die hier? Ja, steig schon mal ein. Ich mache den Auflieger ab. Taxi! Mit dir kommt Arena. Lass ihn den Donos, por favor. Señor Comandante, dígame. Yo hay una cosa muy interesante, posiblemente criminal, en Hotel Alcázar. ¡De balazo al Hotel Alcázar! Ich habe eben mit einer Signora telefoniert. Niederegger. Wo wohnt die? Que habitación? El 19, arriba. 19. Ah, danke. Se llama Alberto. 19. Hier ist 33. 22. 21. Señor Comandante, por favor, espera un minuto aquí. Man muss den Leuten ja eine Chance geben, ne? Sí, señor. Vielleicht ist alles nur ein Missverständnis. Okay.
Jawohl. Ich freue mich, dass Sie mein Eigentum zurückbringen. Wo ist Claudia? Ihre Anwesenheit ist im Moment nicht nötig. Geben Sie mir nur den Koffer. Tut mir leid, es ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Hören Sie auf, drum herum zu reden. Ich will meinen Koffer, und zwar jetzt. Da ist noch eine Sache. Ich habe mir die 5000 Dollar rausgenommen als Aufbewahrungsgebühr für dieses wertvolle Gepäckstück. Mit Ihnen stimmt irgendwas nicht. Glauben Sie, Sie haben es mit einem Idioten zu tun? Hä? Legen Sie sich auf, Mann. Sie wissen ganz genau, es geht um höhere Beträge. Seien Sie froh, dass der Koffer noch da ist. Ich glaube, dass Sie immer noch nicht kapiert haben. Mischen Sie sich nie wieder in meine Angelegenheiten. Und das, verdammt nochmal, ist mein Koffer. Che si tratta? Signor Comandante, ich bin gerade dabei, Senor Moll sein Eigentum wiederzugeben. Wir können das ja mal aufmachen. Momento, Momento. Wir müssen ihn jetzt nicht öffnen. Das ist doch gar nicht nötig. Ich weiß auch gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass dieser Koffer mir gehören könnte. Ich habe ihn noch nie gesehen. Noch nie im Leben. Wollen Sie damit sagen, dieser Koffer gehört Ihnen gar nicht und alles, was drin ist, gehört Ihnen auch gar nicht? Na, und vielleicht handelt es sich da um eine Verwechslung. Ich jedenfalls habe den Koffer noch nie gesehen. Signor Comandante, un minuto. Glauben Sie mir. Seguro que no le pertenece? Senor, wie ich schon sagte... Du hast mit eigenen Ohren gehört, Senor Moll sagt, der Koffer gehört ihm gar nicht. Also sind diese 5000 Dollar hier dein Finderlohn. Na, nimm schon, sei nicht so zimperlich. Und nun ab zu deinem Opa. Halt! Das Geld gibst du dem Rechtsanwalt, damit dein Vater endlich in die Hände von Profis kommt, ne? Senor Comandante! Diesen Koffer übergebe ich korrekt der Polizei. Mein Zeuge ist Senor Moll. Caramba, che interessante. Chi sarà il proprietario di questo? Wer weiß. Es gibt ja so viele schlechte Menschen auf der Welt. Man kann niemandem mehr vertrauen. Muchas gracias, señor. Und wo ist Claudia? Was? Claudia. Claudia? Warum suchen Sie sie nicht? Sie fühlen sich doch als der große Sherlock Holmes der kleinen armen Leute. Claudia! Claudia! Claudia? Ah! Ich bin da! Du musst dir drüben verlassen! Was treibst du denn da? Ich such dich überall, wie verrückt. Ich überhaupt nichts. Tag. Bist ja auch hier, hm? Also keine Sorgen machen. Nein, überhaupt nicht. Manuelito ist wirklich auf dem Weg zu seinem Großvater. Ja, mit dem ganzen Geld, wenn ich dir doch sage. Ich habe ihn selber auf den Bus gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch den armen Sigi suchen. Den armen Sigi? Ja. Seit wann nennst du den Sigi? Ich denke, du magst den nicht. Naja, ich muss ihn ja nicht heiraten, ne? Aber ich finde, diesmal hat er sich schon ganz schön tapfer gehalten. Und wo bitte sollen wir den jetzt finden? Na, ich würde sagen, wir klappern alle Apotheken in der Umgebung ab und fragen, ob sich irgendwo ein Gringo ein Streckverband für seine Rippen gekauft hat. Na, hoffentlich ist er nicht im Krankenhaus gelandet. Wieso denn? So wie der sich am Telefon angehört hat, war er halb tot. Ach, hat er sich so am Telefon angehört, ja? Da möchte man sich ja am liebsten selber mal die Rippen brechen, bei so viel Mitgefühl. Er ist ein bisschen zarter gebaut wie du. Aha. Ey, Sigi, was ist denn mit dir los? Ist dir beim Doktor das spanische Wort für Rippe nicht eingefallen? Gewöhnen Sie sich doch mal ordentliche Umgangsformen an. Wir haben noch nicht zusammen die Schweine gehütet. Hey, du, Pluto! Wo ist der Koffer? Wo ist der Koffer? Ja. Puedes recogerla en la estación de policía. Vete al carajo, cabrones! Cabrón? Cabrón, tú! Hijo policía. ¿Policía? Sí, el cofre. La lana. Exactamente. Pues vamos por ella. Ya, el policía. Was ist denn passiert, Sie Arme? Ja, einerseits war dieses Empfangskomitee ja sehr eindrucksvoll. Aber andererseits, ich muss mich mal kurz anlehnen. Ja, die Menschen haben mich gebührend gefeiert. Sie tanzten vor Freude, haben mich auf den Schultern getragen, weil ich ihnen die Stiere rechtzeitig gebracht hatte. Und dann in Ihrer begreiflichen Euphorie. Ja, was dann? Da haben Sie mich eben fallen lassen. Auf den Fuß. Oh, Sigi. Hast du vielleicht auch ein bisschen heftig feiern lassen, wa?
mir noch nicht ganz. Was war jetzt in dem Koffer? Faule Aktien oder Geld? Beides. Ach so. Dann hat Moll nur auf das Geld verzichtet, weil sie ihn wegen der Aktien hochgenommen hat. Genau so war's. Jetzt haben wir über ihren Gipsfuß ganz ihre Rippen vergessen. Wie geht's denn den Rippen? Gut, dass Sie mich erinnern. Der Arzt hat gesagt, ich soll mich ein bisschen abstützen. Was nennen Sie aufstützen? Sie sind ein herzloser Mensch. Aber nichts zu trinken mit, ich hab so einen Durst. Wo ist denn eigentlich Manuelito? Den hat Franz eigenhändig in den Bus gesetzt. Der ist unterwegs zu seinem Großvater. Ja, Mimi! Das ist aber eine Überraschung. Was denn, nicht beim Großvater? Nein, ich habe mir anders überlegt. Ja, lieber Franz, es ist aber schade, dass wir nur zwei Gläser haben. Oh, nö, das macht nichts. Tracker trinkt doch nicht. Im Dienst. Jetzt ist Schichtwechsel. Sie fahren. Ja, ich hab doch einen Gipsfuß. Das spielt keine Rolle. Je gipser der Fuß, desto schneller zu Hause.